Wir versuchen uns zu entspannen in erster Linie. Darum geht es, runterzukommen, einfach den Wald mal so aufzunehmen, wie er ist. Ja, ich denke einfach, dass wir viel mehr Zeit finden müssen, uns mit dem Thema Wald und mit dem, was es uns an Kraft gibt, einfach ja, auch mal Kontakt aufzunehmen zu so einem Herrn hier. Das sollten wir einfach mal wieder wahrnehmen und gucken, was es uns selber bringen kann. Für mich ist es einfach pure Lebensfreude, hier zu sein. Ich habe ja, total Energieschübe hier im Wald. Das merke ich auch als Ausgleich einfach für mich. Also für mich war immer das Thema Natur ja, eigentlich immer präsent. Also schon für, so bin ich dazu gekommen, eigentlich mich wieder intensiver damit auseinanderzusetzen, weil als Kind schon immer unterwegs gewesen, natürlich im Wald, viel gespielt im Wald und ja, so Aufräumaktionen gemacht und so. Das ist einfach die Verbindung, wenn man so draußen ist. Dann gehört das Klettern dazu, auch für Erwachsene. Also ohne Klettern geht ja gar nicht. Ja. Okay, so. Ja. Es ist total toll hier. Es ist eine super schöne Atmosphäre. Man sieht halt, wie die Sonne hier durch das Laub kommt, durch die Blätter. Man nimmt so viel für sich selber mit. Man muss einfach mal ein bisschen sich die Zeit nehmen. Und da kann es auch durchaus mal sein, dass wir so eine Dreiviertelstunde einfach nur hier an unserem Kumpel, dem Baum sitzen, lehnen und einfach mal ein bisschen übers Leben sinnieren. Und das gehört halt auch mit dazu zum Waldbaden. Tja, ein Laubengel, den sollte man natürlich auf jeden Fall gemacht haben im Wald. Das gehört ja fast standardmäßig dazu, aber natürlich auch klettern, einen möglichst großen Baum aussuchen und ganz wichtig und auch ganz wichtig für Erwachsene, eine ordentliche, deftige Laubschlacht. Die gehört nämlich immer dazu. Und das bringt groß und klein Spaß, definitiv. Jetzt gucken wir mal, ob unser Laubengel was geworden ist. Ich schau mal. Vorsichtig aufstehen. Ja. Naja, ein bisschen kann man ihn erkennen, ne? Ja, das geht durch. Wir sehen uns im Wald.